Ja, und ich spiele jetzt mal wieder Goodbye Deponia. So, wir hatten das mit der Person da und Matt. Matt. Lol. Und Lattenrost. Lattenrost. Hierfür? Und ein... Das bin auch nicht. Ich behalte meine Sau, auch wenn ich... Ah. Haha. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch... Wieso? Nein. Aha. Das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle! Wo wollen Sie hin? Wonach sieht's denn aus? Ich dachte, ich vertrete mir ein bisschen die Beine. Dann tun Sie das hier, wo ich Sie sehen kann. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Danke, ich hab... Warte. Wollen Sie einen Kaffee haben? Nein, danke. Ich bin ja gleich fertig. Nur keine Eile. Bei den mir eigenen Kräften käme ich damit locker durch seine schwere Panzerrüstung. Und Kraft meiner Geschwindigkeit? Auch lange bevor er seine Plasmakanone ziehen kann, um mich damit in meine... Aber jemanden Glück gehabt. Sie. Wonach? Dann tun Sie der Amtmann. Was ist denn noch? Vielleicht sollte ich ihn besser verstecken, bevor er noch die Mücken scheu macht. Goals, als ich merkt. Hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Ja, ganz schön viele Räume wieder. Und noch mehr Räume. Habe ich doch schon mal gesehen. Hast du nicht? Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Was ist das? Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Ach so, ist okay. Was soll ich machen? Eine Falle für den Zeitungsjungen? Hoppla!
Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ich könnte ihm die Reifen zerstechen, aber das bringe ich nicht übers Herz. Er ist einfach zu putzig. Ja. Kaffee vielleicht nochmal drüber. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Oh, so eine Gäste. Und er hat ein... Hat er jetzt wieder geputzt? Wir sind die Kaffeespur oder was? Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was... Schalt weiter. Keine Frage. Ich muss mir... Na, Putzi... Sauber. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Ruffuel Ruthbrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Ja, wie jetzt? Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Was habe ich? Ich verstehe es nicht. Nicht doch! Das ist ein Kunstwerk, da darf man nicht dran... Ja... Oh, so ein... Der ist nie... Und er hat ein... Na, sauber. Oh, so ein... Der ist nie... Und er hat ein... Hä? Er hat noch seinen Brief öffnen und jetzt? Oh, das muss der Computerkern sein. Irgendwie hatte ich mir den, weiß auch nicht, weniger funky vorgestellt. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Na, put... Sauber. Oh, so ein Hund ist nie... Und er hat... Ich sag's im Kaffee. Ich bin so dumm. Jetzt weiß es auch, ey. Alles wird schwer. Du musst deinen eigenen Weg wieder sauber machen. Wie? Was tust du da? Keine Frage. Ich muss... Keine Frage. Ich muss... Keine Frage. Ich... Ich laufe nur noch im Kreis.
Wie muss ich das jetzt machen? Nicht doch im Nenten. Ist alle. Da will ich lieber mal was nachfüllen. Nein. Oh, nee. Ja, jetzt ist ja auch klar. Ist alt. Da will ich lieber mal was. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Ja, klar. Na, endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein! Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay, darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von... Sicherheitssystem. War ich das? Das ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der Fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Wie da links? Ja, Mini. Disco-Mini-Game. Ich bin's. Aufnahme und...